Apfelbäume, ein Kirschbaum, ich glaube, was haben wir noch draußen? Wir haben noch, Zwetschge haben wir noch draußen. Genau. Kirschbäume haben wir noch zwei Stück auf einem anderen Grundstück. Aber der eine ist am Arsch, den müssen wir ummachen. Leider Gottes, obwohl ich sau gern Kirsche esse. So, dann sammeln wir das gerade mal geschwind ein. Ach genau, den Fiat Agri habe ich auch noch. Ich glaube, hier können wir auch mal alle Türen schließen. So. Also zu dem Schlepper hat es ein Update gegeben, weil der hat sich das letzte Mal anders angehört. Zu dem Deutzfahrer, der hat sich das letzte Mal ganz anders angehört. Von außen kann ich die nicht öffnen. Schade. Muss ich echt jedes Mal da reinrennen. Welches Tor ist es das? Der hat schon Probleme auf die 40 zu kommen, wie das dann wohl ist hier. Ob er das macht? Ja, packt er. So, jetzt geht's los, wa? Ah, das ganze Zeug hier einsammeln. Sieht ja scheiße aus, wenn das ganze Zeug hier einfach rumliegt und es ewig lang nicht eingesammelt wird. Gut, dann bringen wir das einmal kurz zum Schafstall. Ich habe ja Schafe. Oh, mittlerweile fährt er sogar 43. Krass. Das letzte Mal ist er nur 40 gefahren. Da gab wohl noch kein Update. Krass. So, mal kurz gucken im Menü, wie es mit den Viechern aussieht. Ja, ich muss ein bisschen sauber machen, aber bis jetzt sind sie ja produktiv, ne? Machen wir mal kurz ein bisschen sauber mit dem Kram Eieiei, der hat ganz schön zu kämpfen. Obwohl das gar nicht so ein großer Ladewagen ist. Das ist krass.
Ob ich es wohl hinkriege, den rückwärts einzuparken? Vor allem noch in der Ego. Ja. Ich krieg's hin. So, dann kommt der einmal rüber in seine Halle. Eigentlich müsste ich ja noch mit dem Massey Ferguson noch Kartoffel ernten und mit dem Landsanbaugerät. Aber ich habe darauf gerade irgendwie keinen Bock. Aber ja, damit ihr das mal seht, kann ich es aber machen. Da brauche ich auf jeden Fall mal noch einen anderen Schlepper. Könnte ich theoretisch mit einem John Deere machen? Dann nehmen wir uns den größten. Ich glaube, ich werde die zwei Anhänger gar nicht brauchen. Dann holen wir uns einmal kurz den Kramer her. Da ist er. Aufsammeln und das Ding geht dann nur bis 99%, was ich irgendwie komisch finde. So, einmal abkippen. Ich könnte mir nochmal noch ein Kartoffellager aufstellen. Könnte ich auch mal brauchen. Dann hole ich mir eben noch mal den Ferguson mit dem Landsanbaugerät. Das steht hinter mir. Da ist es. Mal die Tür einmal wieder zu. Ich habe noch keinen Zaun aufgestellt. So. Und dann kann ich euch das mal zeigen. Also normalerweise funktioniert das ja so. Das Ding wird durch die Radkraft angetrieben, das Landsanbaugerät. Und zwar dadurch, dass hier sich dann die Reifen drehen, wird da drin durch Zahnräder hier in dieses Rad, vielmehr an die Zacken hier, wird die Kraft übertragen. Ich kann es euch mal zeigen. Ich senke das Ding mal
Und jetzt nur durch die Radkraft. Fängt es an sich zu drehen und so durch wird dann halt gestoppt. Ja, gestoppt, genau. So werden dann die Kartoffeln geerntet. In der Geschwindigkeit. Aber ich sollte vielleicht vorher mal tanken. Habe ich hier nicht irgendwo mal eine Tankstelle aufgestellt gehabt? Oder habe ich da nicht irgendwas? Platzierbare Objekte. Ich glaube, da hatte ich mal Tank. Dieseltank, 5000 Liter, genau. Na gut, 5000 Liter braucht er jetzt nicht. Aber er kann gefüllt werden. Diesel. So. 17 Euro. Ist ja noch recht billig. Also es ist auf jeden Fall billiger wie in Real Life. Wenn ich dann überlege, was das Benzin kostet zurzeit, ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So, so weit dann Kartoffeln wir nicht. Oder vielmehr so wurden damals Kartoffeln geerntet. Schade, dass man da keine Abkipprichtung vorgeben kann, weil jetzt kippt hier halt alles auf die anderen Kartoffeln drauf. Sammle ich es halt. Und ihr seht, das von einer Tour ist das Ding schon dreckig. Gar nicht fahren. Jo, so wird es dann halt gemacht. Und damit würde ich sagen, was ist mit dem Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ich mein Review zu den Ballenbrettern machen soll und zu den John Deere nochmal, zu den John Deere Schleppern. Ja, und damit sage ich mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.